Hallo und herzlich willkommen heute zum Schleudertag. Der Imkerverein Konz betreibt auf unserem Museumsgelände einen Bienenlehrstand und da zeigt er uns heute, wie Honig erzeugt wird und wie man Bienen halten muss, damit sie viel, viel Honig geben. Wildbienenhotel. In diese Röhrchen werden halt die Bienen nachher ihre Nester entbauen und ihre Brut reinsetzen. Und die suchen auch verschiedene Löcher, verschieden große, dass es glaube ich mehrere hundert Wildbienenarten gibt. Hat jede ihre eigene Vorlieben, in welche Löcher sie geht. Und manche gehen in Holzlöcher, die anderen gehen in Stein oder bohren in Lehm. Und so wird es jetzt mal bestückt und dann müssen wir sehen, wie das nächste Jahr angenommen wird. Brutzeit beginnt schon irgendwo im Februar, März in der Zeit. So, da suchen die schon ihre Nester oder bauen ihre Bruthöhlen. So, bitte ruhig näher kommen, können Sie sich hier umstellen, damit Sie was sehen. Gell? Was denken Sie, was in so einer Waage drin ist? An Gewicht. Können wir mal probieren. Eine hochheben. Das ist zwei. Ja. Boah, schwer. War nur halb verdeckt. Und? Was denken Sie jetzt, wie schwer ist so eine Waage? Ein Pfund. Vier Honiggläser bringe ich normalerweise raus, wenn es richtig voll ist. Das heißt 2 Kilo. Sonst würden wir das Geschäft nicht. Ja, also in der Kiste sind 11 Honigreinchen drin. Das heißt, so eine Honigzarge kann allein vom Gewicht her des Honigs 22 bis 24 Kilo schwer sein. Da kommen noch 7 Kilo Leergewicht dazu, dann wissen Sie etwa, wie schwer so eine Kiste ist. Bienen? Das ist sehr unterschiedlich. Wir hatten hier den Honigraum draufgegeben, meine ich, Ende April und jetzt ist er reif.
wenn es jetzt nochmal schön Wetter wird, endlich mal wieder, und weiterhin dann die Bäume blühen, Linde, auch die Brombeeren kommen, dann kann das manchmal relativ schnell gehen, innerhalb von 2 Wochen. Das ist abhängig vom Klima, von der Wetterentwicklung, auch vom Bienenvolk natürlich, es ist unterschiedlich. Das ist so, das ganze Frühjahrsgemisch. Ab der Kirsche, Löwenzahn, Obstblüte, also Äpfelbäume, Raps mit Sicherheit. Rapshonig fliegen die Bienen sehr weit. Der Honig spaziert mit der Fliehkraft raus an die Außenwelt. Ja. Ja? Da spritzt einer was, ne? Ja. So, und wir schleudern jetzt nicht volle Kraft eine Seite aus, sondern drehen jetzt erst. Wir schleudern erst ein bisschen an, drehen jetzt die Wabe, weil wenn wir jetzt schon voll schleudern würden, dann wird die volle Seite von der anderen Seite zu viel drücken und die Wabe bricht. Deswegen müssen wir jetzt erst drehen, dann wieder ein bisschen anschleudern, dann können wir voll und dann nochmal drehen, ja? Damit die Wabe nicht Wachs kaputt geht. Ja, danke. So, jetzt geht's nochmal. Müssen Sie gleich wieder an den Wänden Honig spritzen. So, jetzt sieht man es, ja. Sehen Sie es? Und da vorne kommt er jetzt auch zum ersten Mal schon raus. Hier außen. Ein bisschen vorsichtig drehen. Jetzt kann ich aber hier schon ja. Ungleichmäßig schwer die Waben, deswegen kommt er dann ein bisschen ans Schleudern sozusagen. Ne? Daraus werden dann die Mittelwände gegossen.